Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marvel Spider-Man 2. Wir sind wieder mal in Chinatown und warte, da ist ein Spider-Bot. Wo ist er denn? Wo ist die kleine Spinne? Ich müsste doch volle Kanne drin sein im Gebiet, oder nicht? Oder habe ich mich getäuscht? Nein, natürlich bin ich direkt drin. Aber... Was ist das Ding denn? Geh mal hier hoch. Ah, da! Habe ich dich. Kein Roboter, wärst du sicher giftig. Ja, wahrscheinlich schon. Naja, wir machen weiter mit einer kleinen Nebenstory. Und zwar gehen wir die Flamme erledigen. Ja, guck mal. Ja, offensichtlich kannst du den Eingang nicht machen. Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder... Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Ja, doch. Okay. Halte die Kultisten aus. Spider-Man und Wraith können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Links gehört mir. Okay. Wir sollten nicht mehr. Gut in Form. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Trust you, okay. Im Computer was gucken? Nee, aber hier. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Okay. Sonst so. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Was ist mit dir los? Wir können hier lang. Bist ein bisschen kaputt, hä? Huh? Ah, guck mal, da kann ich, Kann ich das wegnehmen? Ach so, nee. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Ich hab was gehört. Du bist unser neuer Funke, nicht? Wie fandest du das Buch? Warte mal. Faszinierend. Ich sehe die Welt jetzt in einem völlig anderen Licht. Wann lerne ich ihn kennen? Schon bald. Das ist kein Smalltalk für mich. Ich habe mich um dich gesorgt. Mir geht's gut. Ich war gut. Nachlässig. Er hat was gemerkt. Einer hat das gemerkt. Der Takedown ist sicher, sehr gut. Nee, ich will nicht. Ach, weißt du was? Komm. Erledigen wir sie. Let's go. Nein, nein, nein. Du bist für gar nichts bereit, mein Lieber, okay? Au. Das waren alle. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Ja, let's go. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel.
Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Umgebungsscan. Blockiert. Aha. Ist hier? Analyse läuft. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Ja, aber was bringt mir was? Hm. Hier hinten. Ach so, das Logo hier wahrscheinlich. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Hey, was hältst du davon? Das sind Götter. Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Sie werden nach dem Beitritt in Paare gruppiert. Moment, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Was macht sie denn? Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Woher soll ich das wissen? Bist du der Richtige? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Schade. Du? Wer sagt's denn? Alle guten Dinge sind zwei. Die wachen nicht auf. Die sind kaputt. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, Juri, wirklich? Sympathisch. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Oh Mann, ein Takedown. Das genügt. Sehen wir nach den Gefangenen. Gut, mach wir die Tür auf. Hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Bist du die einzige Gefangene? Ah, nee, da sind noch ein paar mehr. Okay. Aber welches nebenan meint sie denn? Die Steuerung. Wir wollen dir helfen. Nicht so laut. Alles Abtrünnige, okay. Jesus. Aber. Ach so, da kann ich hochgehen. Guck mal. Wenn wir durch diese Türen gehen, werden wir gesehen. Darum will ich doch da hochgehen. Hallo. Das ist doch nicht so schwierig, oder? Peter! Sag mal. Irgendwie verarschen? So. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten auf? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Punkten von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Du klingst. Alles prächtig. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen, da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. Dieser Raum hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Das Brandmal ist Schild und Schwert zugleich. Es wird deine größte Quelle des Widerstandes und der Kraft sein. Da es zeigt, wie sehr die Flamme dir vertraut. Und diese Glut wird niemals vergehen. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Seit Anbeginn gab es keine Wahrheit. Wo kam das denn her? Das kommt von nirgends. Steh auf, bevor die Flamme dich sieht. Nee, nee. Ihr habt nichts gesehen. Ich muss schon noch ein paar mehr. Muss das Narrenfeuer gewesen sein? Ich sehe etwas. Zu mir! Was macht diese Geräusche? Da ist nichts. Nee, nee. Gefahr. Ich geb dir gleich Gefahr. Funk
Schurken finden dich, Narrenfeuer! Okay. Spider-Man ist über uns! Wir kämpfen! Let's go! Na komm! So gefällt mir das so. Hopp, hopp! Oh yes! Geh mal weg da, komm! Was willst du denn, hä? Der gehört mir. Der gehört uns beiden. Das ging schnell. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Schon wieder scannen. Wenn ich das da, ne? Du bist im Weg. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Na klasse. Okay. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein! Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn... Na komm. So, den Finisher haben wir. Aber ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Türen eintreten. Ui, okay. Oh, hi. Und du da hinten, komm mal her. So gefällt mir das doch. Komm. Das sieht schon schmerzhaft aus. Waren das alle? Nee, du lebst doch. Jetzt aber. Ja gut. Los gehen wir nach oben. Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Na, let's go. Kommen die denn jetzt wieder alle, ey? Genau anvisiert. Na los. Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie ihm. Na komm. Er verbraucht der Glaube zu sagen, dass ich scheitere. Erledige sie mal alle hier. Was weißt du noch über ihn? Deine vorherige Gruppe? Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagte er ihnen, dass es Zeit war. Da kommen ja immer mehr, ey. Purpurstunde. Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht wach ist. Scheiße. Und die Anhänger der Flamme. Was macht er da? Sind die wie seine alte Gruppe? Diese Gruppe war klein. Vorsicht. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist. Mach mal den Finisher gegen ihn. Sehr schön. Ach, guck mal. Mit dem Netzgreifer habe ich sie erledigt. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan.
Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Ja. Gut. Ich... Neue Anzüge. Nee. Da stand irgendwas wegen einem neuen Aussehen. Aber hier ist ja gar nichts. Freigeschaltet auf Stufe 27. Gar nichts machen. Dann guck mal die an. Oh, guck mal. Gesundheit oder Schaden kann ich hoch machen. Die Gesundheit. Erhöht die Gesundheit um 15. Das finde ich eigentlich noch nice. So. Den Schaden kann ich nicht mehr erhöhen, ne? Da fehlt mir eine Heldenmarke. Der Punktsprung wird auf maximale Kraft erhöht. Der aufgeladene Sprung und der Katapultsprung. Der Punktsprung kann von mir aus besser sein. Gut. Was haben wir sonst noch so auf dem Programm? Tombstone retten. Oder könnten im Gebiet kann ich doch Spiderbots sind in Williamsburg noch. Na dann suchen wir den Tombstone morgen. Für heute ist nämlich Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss meine Lieben.